Predigtgedanken zum vierten Adventssonntag. Gott hat einen Faible für das Kleine. So wie hören wir auch in der heutigen Lesung im Buch Micha, dass Bethlehem Ephrata erwählt ist, dass daraus ein Herrscher hervorgehen soll für ganz Israel, obwohl es klein ist unter den Sippen Judas. Und so zeigt sich in der Geschichte immer wieder, dass Gott mit dem Kleinen beginnen möchte. Er erwählt das kleine Volk Israel und nicht die großen Nachbarnationen, das mächtige Ägypten oder das mächtige Zweistromland. Nein, er beginnt mit dem kleinen Volk dazwischen, seine Geschichte mit den Menschen. In knapp einer Woche feiern wir Weihnachten, wo wir wieder diesen Neubeginn mit dem kleinen Kind feiern werden. Im heutigen Evangelium hören wir, wie Maria sich auf den Weg macht zu ihrer Base Elisabeth. Sie hat gerade eben, so schildert es das Lukas-Evangelium, vom Engel erfahren, dass sie Mutter Gottes werden soll. Und bevor sie noch mit jemand anderen spricht, macht sie sich auf den Weg zu ihrer Vertrauten, ins Bergland von Judäa. Auf den Weg wahrscheinlich voller Gedanken, wie soll ich der das erklären? Auf dem Weg voller Hoffnung, dass diese Vertraute sie verstehen wird. In dieser Spannung mag sie wohl angekommen sein und vieles erwartet haben. Da tritt ihr Elisabeth entgegen mit Johannes im Bauch und beide haben diese Sensibilität für das Kleine, dass sie merken, was los ist. Johannes, der vor Freude hüpft im Bauch der Mutter, und Elisabeth, die aus dem Geist Gottes, wie es heißt, dieses kleine Wunder spürt und lobpreist. Wenn wir jetzt auf Weihnachten schon ganz unmittelbar zugehen, möchte ich uns diese Sensibilität für das Kleine ganz besonders ans Herz legen. Die Sensibilität für das Kleine, die überall dort möglich und wahr wird, wo auch wir uns von diesem Geist Gottes, von diesem Faible Gottes für das Kleine erfassen lassen.